Ich habe die Videokameras zur Hausüberwachung in den letzten Monaten sukzessive ausgetauscht. Ich habe die Hikvision und Trendnet Kameras, die jeweils nur 2 Megapixel Leistung erbracht haben, ausgetauscht gegen Modelle von Reolink und die Speicherung erfolgt bei diesen Modellen primär über die SD-Karten, die direkt in diesen Kameras verfügbar sind. Und zusätzlich habe ich das Ganze noch über meine QNAP laufen, die hier hinten in der Ecke steht, eine 251 Plus QNAP mit 2 Festplatten darin. Und was ich gemerkt habe, die QNAP ist nicht mehr in der Lage, alle neuen Kameras mit entsprechender Auflösung zu verarbeiten. Die Daten werden gespeichert, aber das Abrufen der Aufnahmen dauert einfach viel zu lange. Die CPU-Leistung ist am Anschlag. Ich habe eine neue Lösung gebraucht. Die Lösung hieß ganz einfach NVR, Netzwerk Video Recorder, und das Ganze sollte natürlich auch vom gleichen Hersteller kommen wie die Kameras. In dem Falle habe ich mir ein Modell gekauft von Reolink, einen Netzwerkrekorder. Dieses Gerät ist ausschließlich dafür gedacht, die Kamera-Streams, die Aufnahmen, die diese Kameras produzieren, dauerhaft aufzunehmen oder nur Alarmaufnahmen zu machen. Und das werde ich heute tun. Ich werde heute dieses Gerät installieren. Ich werde es anschließen und ich werde es einrichten und euch dabei mitnehmen. Der NVR, den ich hier habe, ist ein Modell mit einer Anschlusskapazität für insgesamt 36 Kameras, die ich hier widerspiegeln kann. Ich habe euch das ganze Modell mal hier bei Amazon gezeigt. Die Links zu den Produkten, die ich hier verwende, die findet ihr übrigens unten in der Beschreibung. Dieses Modell kann 12 Megapixel pro Kamera verarbeiten, insgesamt 36 Streams, das ist jede Menge, und in diesem Modell können insgesamt 3 Festplatten verbaut werden. Offiziell heißt es maximal 6 Terabyte pro Festplatte. Aus den Kommentaren, aus den FAQ geht jedoch hinaus, dass es auch größere Kapazitäten verarbeiten kann. Es gibt ein Modell mit 16 Kameras bzw. 8 Kameras zur Verarbeitung. In diesen Modellen ist im Regelfall sogar die Festplatte schon mit dabei. Kurioserweise sind diese Modelle aber teurer, als wenn ich das Ganze ohne die entsprechende Festplatte kaufe. In dem Fall habe ich für dieses Modell ca. 239 Euro aktuell ausgegeben, und dazu kommt noch mal eine Festplatte. In dem Fall habe ich auf das Modell von Western Digital die Purple Variante, die violette Variante gesetzt. Diese Festplatten sind speziell dafür gemacht für eine 24/7 Videoaufzeichnung. Dieses Modell für knapp 4 Terabyte, knapp 100 Euro, das heißt unterm Strich knappe 340, 350 Euro, die das Ganze kostet. Das Modell auf der Vorderseite, der Rekorder, das seht ihr hier, ist recht schlicht gehalten wie ein alter CD-DVD-Player. Auf der Rückseite gibt es verschiedenste Anschlüsse, die zeige ich euch nachher noch einmal im Detail. Wichtig wäre hier aber zu wissen, dass die Netzwerkanschlüsse, die hier vorgesehen sind, PoE-fähig sind. Das bedeutet, ihr müsst eure Kameras nicht mit einem zusätzlichen Stromkabel versorgen, denn sowohl der Rekorder als auch mein gesamtes System, was ich hier verwende, ist in der Lage, die Kameras über das normale Netzwerkkabel mit Strom zu versorgen und gleichzeitig auch das Videosignal zu verarbeiten. Bevor ich ans Einrichten, ans Installieren gehe, zeige ich euch zunächst, was in der Packung enthalten ist im Lieferumfang, und ich werde euch zeigen, wie man diese Festplatte, die ich hier einzeln erworben habe, in NVR installiert. Der Packungsinhalt des NVR besteht aus dem Gerät selber, welches gut verpackt angeliefert wird. Zusätzlich gibt es ein HDMI-Kabel, eine Bedienungsanleitung, die in mehreren Sprachen verfasst ist. Es gibt eine EU-Konformitätserklärung und zusätzlich eine Installationsbox, die aus folgenden Inhalten besteht.
zum einen Schrauben, 3 Packungen, um die Festplatten im Gehäuse zu montieren. Dann gibt es Adapterklemmen, um Kabel auf der Rückseite des NVRs direkt über eine Steckverbindung anschließen zu können. Es gibt 2 verschiedene Kabel, Stromversorgungskabel. Zum einen der Schuko-Stecker, der für mich relevant ist, extra nochmal abgesichert mit einer Plastikkappe. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Und zusätzlich noch ein englisches System, vermute ich mal, mit 3 Adaptern. Das werde ich nicht brauchen. Und ein Transformator, der auf der einen Seite direkt am Gerät angeschlossen wird und auf der anderen Seite kommt dann die Stromversorgung aus der Steckdose. Zusätzlich ein Netzwerkkabel und eine Maus, eine USB-Maus. Und das kann ich vorab schon sagen, für die Ersteinrichtung muss das Ganze ausschließlich mit dieser Maus gemacht werden. Es ist nicht möglich, den NVR am Netzwerk anzuschließen und das Ganze über eine App, über einen PC und dergleichen zu steuern, einzurichten. Nein, die Ersteinrichtung muss direkt am Gerät über diese Maus erfolgen. Hierzu muss ein Bildschirm auch direkt angeschlossen werden. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich Sinn macht, ob das wirklich gut funktioniert. Auf der Rückseite des Geräts kann man nun folgende Anschlüsse erkennen. Es gibt einen separaten Ein-Ausschalter, es gibt einen Anschluss für die Erdung, an der man das Kabel anschließen kann, der 12-Volt-Anschluss, der vom Trafo kommt, der HDMI-Anschluss, um direkt am System einen Bildschirm anzuschließen. Auch ein VGA-Anschluss ist noch verbaut. Das ist wirklich spannend in der heutigen Zeit. Es gibt ein Audio-In und Audio-Out über einen Cinch und insgesamt 2 USB-Anschlüsse, ein 3.0 und ein 2.0, zumindest was die Farbmarkierung angeht. Ein Netzwerkanschluss, LAN. Man kann alle Kameras, wenn sie denn einmal eingerichtet sind, über das Netzwerk kontrollieren und steuern. Man muss später nicht an diesem Gerät arbeiten. Das bedeutet auch für mich, ich werde diesen NVR installieren, ich werde die Kameras installieren und anschließend verschwindet das Gerät irgendwo in meinem Serverschrank, weil ich da nicht mehr ran muss. Wir haben zusätzlich am Gerät noch 4 Anschlüsse direkt für die Kameras und zusätzlich dann hier hinten noch die Anschlüsse, an welchen die Kameras über diese Steckverbinder, die ich eben ausgepackt habe, direkt am Gerät angeklemmt werden können. Was ich spannend finde, ist das Design. Das gefällt mir außerordentlich gut. Auf der Vorderseite ist ein weiterer USB-Anschluss. Es gibt ein Infrarot-Empfangsmodul, schätze ich, eine Power, eine HDD, Kontroll-LED und auf der anderen Seite ein kleines Menü bzw. die Cursor, um irgendwo ein Menü zu steuern. Viel mehr ist es nicht. Das Ganze ist aus Metall, ordentlich und sauber verarbeitet. Auf der Unterseite einige Löcher, an denen später die Festplatte anschließen kann. Ich werde das Gerät nun öffnen, um die Festplatte einzubauen. Zum Öffnen des Gerätes muss die Schraubverbindung an den Seiten, auf der Rückseite und auf der anderen Seite gelöst werden. Dann kann man das Gehäuse öffnen. Ich mache das Ganze jetzt einfach mit einem Schraubendreher auf. So schaut das Innenleben aus. Der Deckel
nichts Besonderes mehr. Die Platine und insgesamt 3 Anschlüsse für die Festplatten. Das Ganze ein wenig zusammengezwirbelt. Das Innenleben besteht aus einem Anschluss für den Front-USB, der hier liegt. Gleichzeitig ist hier ein Flachkabel für die Steuereinheit, für die Cursoreinheit auf der Vorderseite. Es gibt 3 Anschlüsse für die Stromversorgung der Festplatten. Das sind diese Kabel und zusätzlich noch die Anschlüsse, die Datenkabel für die Festplatten, auch 3 Stück insgesamt. Wir haben im NVR selber 2 Ventilatoren. Das wird für mich eine spannende Sache, denn in den FAQs bzw. Produktbewertungen war die Lautstärke dieser Lüfter doch immer bemängelt worden, wenn man sie anschaltet, dass sie mit einer sehr hohen und sehr lauten Frequenz laufen. Im Zweifelsfall kann man diese Lüfter sicherlich austauschen. Auf jeden Fall soll dieses Gerät nicht geeignet sein, um es im Wohnzimmer oder gar im Schlafzimmer laufen zu lassen, weil es schlicht zu laut ist. Für mich ist das gar nicht so relevant, denn dieses Gerät kommt in meinen Serverschrank, da stört es keinen weiter, aber für den einen oder anderen von euch kann es ja durchaus einen Unterschied machen. Ich lege das Gerät jetzt ein wenig beiseite und nehme mir die Festplatte, die gut verpackt in dieser Blisterverpackung angekommen ist. Eine ganz normale Festplatte mit den Anschlüssen für die Stromversorgung und das Datenkabel. Diese Festplatte wird nun hier installiert, entweder links, mittig oder rechts, denn dieses Gerät ist in der Lage, insgesamt 3 Festplatten aufzunehmen. Nachdem ich das Gerät geöffnet habe und den Platz geschaffen habe, kann ich die Festplatte installieren. Die Konstruktion sieht vor, die Schrauben auf der Unterseite ein wenig einzudrehen und einzustecken und reinzuschieben. Das habe ich eben schon probiert und muss sagen, es funktioniert nicht. Denn die Öffnungen hier auf der Rückseite, wenn ich die Schrauben einführe, sind in einer anderen Höhe, sodass das Durchschieben nicht möglich ist. Ich nehme daher die Festplatte mit den Anschlüssen hin zum Motherboard, zur Platine, halte mir das Ganze ein wenig fest, schiebe mir die Festplatte so, dass ich die Schraubenöffnung sehe. Das war es schon gewesen. Die Festplatte ist fest im Modul verbaut und muss jetzt nur noch angeschlossen werden. Zum Anschluss benötige ich ein Stromkabel und ein Datenkabel. Das Stromkabel kommt an die breite Öffnung und das Datenkabel an die kurze Öffnung. Wenn der Platz nicht ausreicht, kann das Ganze natürlich auch vorneweg angeschlossen werden. Zum Verständnis, ihr habt am Kabel selber eine Markierung. Hier ist eine Öffnung vorgesehen und diese Öffnung befindet sich ebenfalls hier in der Platine der Festplatte. So, mit ein wenig Druck lässt sich das Ganze einstecken und beim Datenkabel ist es das gleiche. Auch hier ist eine kleine Kerbe vorgesehen. Ihr seht es hier. Diese Kerbe befindet sich ebenfalls an der Festplatte. Das heißt, man kann das gar nicht falsch rum reinstecken. Es funktioniert nur in eine Richtung. Ich habe die Festplatte somit angeschlossen an den Anschluss Nummer 1 und die Kabel für
die Festplatten Nummer 2 und 3, die ich aktuell nicht brauche, die binde ich mir wieder zusammen mit diesem Haltedraht. Dann kann ich das Gehäuse wieder auf diesen NVR aufschrauben und das Gerät initialisieren und installieren. Die Festplatte ist in den NVR eingebaut. Ich habe auf der Rückseite die Kabel angeschlossen für den Strom, für HDMI an meinen Bildschirm. Ich habe die Maus auf der Rückseite angeschlossen in dem unteren USB-Port und ein Netzwerkkabel an meinen Switch, um das Ganze mit meinem Heimnetzwerk zu verbinden. Nun kann ich die Ersteinrichtung vornehmen. Dadurch, dass ich einen direkten Anschluss am Computer habe, nehme ich die Kamera mit davor. Die Qualität wird nicht ganz so gut sein, aber ich denke, das Wesentliche lässt sich gut erkennen. Mit einem Klick auf der Rückseite des NVRs starte ich das Gerät. Und ich muss an dieser Stelle bereits sagen, die Lautstärke der Lüfter ist deutlich zu vernehmen. Dieses Gerät möchte ich nicht im Wohnzimmer haben, erst recht nicht im Schlafzimmer. Entweder tauscht ihr die zugehörigen Lüfter gegen leisere Modelle aus oder ihr verbaut das Gerät, so wie ich, irgendwo im Serverschrank im Keller, wo die Lautstärke keinen weiter stört. Der Bootvorgang des Gerätes dauert ungefähr 20 bis 30 Sekunden. Anschließend erfolgt die Bedienung des Gerätes mit der mitgelieferten Maus, die ich auf der Rückseite angeschlossen habe. Die Nutzung einer anderen Maus oder sogar einer eigenen Tastatur war leider nicht möglich gewesen. Es funktioniert wirklich nur mit der mitgelieferten Maus. Der Assistent startet automatisch und beginnt mit den Generaleinstellungen, nämlich der Auswahl der Sprache. Diese stelle ich um auf die Sprache Deutsch. Anschließend wechsle ich in der Bildschirmauflösung auf eine höhere Auflösung. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf die Kameras, sondern ausschließlich auf die Auflösung, die dieser NVR auf einen angeschlossenen Bildschirm ausgibt. Tag, Monat, Jahr, dieses Datumsformat möchte ich gern so behalten und auch das Zeitformat mit 24 Stunden passt soweit. Das bestätige ich mit einem Klick auf Weiter. Die Systemzeit wird automatisch gezogen und zwar über die pazifische Zeitzone, die in meinem Fall natürlich nicht passt. Ich wechsle das Ganze auf die Zeitzone, in der ich lebe. In Deutschland wählt ihr hier die Zeitzone plus 1 aus, in dem Fall Amsterdam, Berlin, Paris, Rom. Und über den Schalter DST besteht die Möglichkeit, eine automatische Anpassung von Sommer- und Winterzeit vorzunehmen. Diese Umstellung dieser 1 Stunde mit den Daten, die hier hinterlegt sind, können direkt so übernommen werden. Jedoch arbeitet das System im Hintergrund automatisch mit einem Zeitserver. Das bedeutet, der NVR holt sich aus dem Internet, sofern ihr ihn freigebt, die Zeit automatisch und die Umstellung der Sommer- und Winterzeit erfolgt auch über diesen Weg. Über den Punkt Weiter komme ich in das Menü zur Hinterlegung meines Startkontos. Der Kontoname ist mit Admin vorgegeben. Es ist ein Superkonto mit allen Rechten, die dieser NVR bietet und an dieser Stelle kann ich mit der Maus ein Kennwort hinterlegen. Wenn ich in dieses Feld klicke und entsprechend ein Kennwort anlege mit der Bildschirmtastatur und dieser Maus, wird das Ganze in Form dieser Sterne geschrieben. Mit einem Klick hinten auf das Auge kann das Ganze auch frei zum Lesen gegeben werden. Die Erfassung mit dieser Maus an dieser Bildschirmtastatur, sie funktioniert, ist allerdings nicht sehr bedienerfreundlich. Das Ganze könnte man auch anders lösen. Ich werde nun mein Startkennwort erfassen, dieses Passwort bestätigen. Das Häkchen unten ist dafür gedacht, wenn der NVR zugänglich ist, auch für Dritte, dass wenn der Bildschirm in den Schlafmodus gegangen ist und wieder reaktiviert wird, mit dem Setzen des Häkchen würde das Kennwort jedes Mal neu angefragt werden, um eine unbefugte Nutzung zu vermeiden. Im nächsten Schritt des Assistenten wird eine Wiederherstellungsphrase verlangt. Ihr erfasst in diesem Feld hier oben über diese Bildschirmtastatur eine Frage und die Antwort auf diese Frage wird im Feld unten drunter erfasst. Wenn euer Kennwort verloren gegangen ist und ihr dieses zurücksetzen wollt,
dann wird euch das System eure Frage zeigen und ihr erfasst in dem Fall eure Antwort, die ihr hier eingetragen habt, und bekommt auf diesem Wege die Möglichkeit, das Kennwort zurückzusetzen. Ein Werksreset wäre natürlich auch möglich, in dem Fall würden aber alle Daten verloren gehen. Der Assistent fährt nun weiter im Programm und gibt mir die Möglichkeit, den Namen meines NVRs entsprechend anzupassen. NVR ist bereits vorbelegt, ich kann das Ganze über die Bildschirmtastatur ergänzen oder ändern. Weiterhin wird mir meine Festplatte angezeigt. Wenn ich eine zweite oder dritte Festplatte eingebaut hätte, würde die mir ebenfalls an dieser Stelle angezeigt werden. Wenn die Festplatte zuvor noch nicht formatiert worden ist, steht hier 0 von 0 verfügbar. In meinem Fall steht hier bereits eine verfügbare Kapazität, da ich diese bereits formatiert hatte. In jedem Fall klickt ihr dahinter auf Formatieren, bekommt den Hinweis, dass mit einer Formatierung sämtliche Daten gelöscht werden und das System formatiert die Festplatte, damit diese für das System nutzbar wird. Das geht relativ schnell, trotz der 4 TB Platte. Von meinen 4 TB sind 3696 GB nutzbar. Ich klicke weiter und komme in das Menü für den Netzzugang. Diese beiden Einstellungen könnt ihr direkt so übernehmen, wie sie vorgegeben sind. DHCP bedeutet, dass der NVR seine IP-Adresse automatisch vom Netzwerk, von eurem Router, Switch, wie auch immer, zugewiesen bekommt. Der DNS ist ebenfalls automatisch vorbelegt. Ihr könnt beide Einstellungen auch umsetzen auf die statische Variante. In dem Fall müsstet ihr die IP-Adressen manuell eintragen und euer Netzwerk entsprechend konfigurieren. Der letzte Punkt ist die Hinterlegung eines E-Mail-Kontos. In dem Fall könnt ihr, wenn das System Alarmmeldungen hat bzw. Fehlermeldungen, diese per E-Mail automatisch zusteuern lassen. Dafür braucht ihr natürlich eine Absenderadresse und hinterlegt in dem Fall entweder eines dieser drei vorgefertigten Konten oder euer eigenes Konto von einem Drittanbieter. Wenn ich nun also ein Google Mail Konto habe, erfasse ich an dieser Stelle den Namen meines Google Kontos, gebe hier einen Absender ein, gebe das Kennwort meines Google Kontos ein und auch den Empfänger, wohin diese E-Mail gesendet werden soll. Und dann wäre, je nachdem, wie ich das später in den Kameras im NVR konfiguriere, die Möglichkeit gegeben, dass im Falle eines Alarmes ich eine E-Mail auf mein Handy, auf mein Postfach bekomme. Ich nutze diese Variante nicht, da ich die App direkt auf dem Smartphone verwende und kann dort über Alarmmeldungen direkt darauf zugreifen. An dieser Stelle ist der Assistent bereits beendet und ich lande auf dem Hauptbildschirm, auf welchem ich später die Bilder meiner Kameras sehe. 8 Kameras von Reolink hat dieser Reolink NVR erkannt und hat sie bereits zugesteuert. Allerdings habe ich noch nicht den Zugangsnamen und das Kennwort der jeweiligen Kamera erfasst. Aus diesem Grund wird das Ganze mit einem Fehler ausgewiesen. Die anderen Kameras, die bei mir im Netzwerk vorhanden sind, Trendnet und Hikvision, werden nicht automatisch erkannt. Das kann ich später ändern, indem ich im NVR im Menü das OnWiff-Protokoll aktiviere. Diese Funktion wird leider nicht für alle Kameras unterstützt. Grundsätzlich arbeitet Reolink dort sehr restriktiv. Mit den eigenen Kameras läuft dieses System perfekt, mit Kameras von Drittanbietern aber nur sehr eingeschränkt. Ich werde nun einfach mal eine Kamera freischalten, damit ihr seht, wie das funktioniert. Das System gibt automatisch vor, dass die Kamera über IP gefunden worden ist. Die IP-Adresse in meinem Netzwerk, der Port der Kamera, der das Bild übermittelt, der Name der Kamera, so wie ich ihn an der Kamera hinterlegt habe. Und hier unten wird dann der Kontoname und das Passwort abverlangt. Admin ist standardmäßig vorgegeben, kann aber an dieser Stelle entsprechend geändert werden. Und ich werde nun dem Kontoname und das Passwort von meiner Kamera an meiner Haustür erfassen und anschließend auf OK klicken. Ihr seht, das System hat sich automatisch auf der Kamera angemeldet und zieht das Bild direkt in dieses Menü mit hinein. Ich kann nun für jede Kamera diese Eingabe vornehmen, entsprechend das Kennwort und den Namen der Kamera, den Anmeldenamen hinterlegen und hätte dann alle Kameras hier in dieser Übersicht.
Diese Einstellung kann aber auch vorgenommen werden über die App direkt am Rechner mit einer richtigen Tastatur. Das ist meine Empfehlung. Sobald der NVR einmal läuft, ist er über den Browser erreichbar, beziehungsweise über die App am Rechner als auch auf dem Mobiltelefon. Das macht die Sache deutlich einfacher. Die Links zu den Apps als auch zu den Anleitungen, die findet ihr übrigens unter dem Video zusammen mit dem NVR. Für den Fall, dass ihr den nachkaufen wollt, schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr noch weitere wichtige Tipps. Ich wechsle zum Abschluss noch ganz kurz in das Menü des NVRs, indem ich die rechte Maustaste drücke und ein Kontextmenü aufrufe. Dieses Menü könnt ihr aber auch über die Menütaste an der Front des Gerätes manuell starten. Mit einem Klick auf Einstellungen landet ihr in der Übersicht, die der Reolink bietet. Wie gesagt, diese Daten solltet ihr später über die App erfassen. Das macht das Ganze deutlich einfacher, da ihr die Tastatur von eurem Rechner nutzen könnt. Mit einem Klick auf System bin ich in den Einstellungen, die ich vorhin im Assistenten vorgenommen habe. Ihr seht, ich könnte den Namen des Gerätes anpassen, die Bildschirmauflösung und die Eingaben, die ich vorhin schon getätigt habe. Auch Zeit und Sprache können hier ergänzt werden. Das Kontozentrum, hier besteht die Möglichkeit, ein weiteres Konto hinzuzufügen und das Standardkennwort mit diesem Name Admin, dieses Standardkonto, entsprechend zu deaktivieren bzw. so abzuändern, dass diese Sicherheitslücke verschwindet. Im Bereich der Verwaltung habt ihr noch wichtige Punkte, die ich euch ganz kurz noch erläutern möchte. Der erste Punkt ist der automatische Neustart. Das bedeutet, dass der NVR mit der Standardeinstellung jeden Sonntag um 2 Uhr morgens automatisch sich neu starten würde, neu booten würde. Das macht durchaus Sinn bei einem Server, dass er sich automatisch regelmäßig neu startet. Wenn das System sich festgefahren hat, dann beginnt das Ganze wieder sauber von vorne zu starten. Keine Angst, eure Einstellungen bleiben erhalten. Für den Zeitpunkt des Bootvorgangs finden natürlich keine Kameraaufzeichnungen statt. Aus diesem Grund sollte die Standardeinstellung jeden Sonntag um 2 Uhr morgens individuell angepasst werden, denn letztendlich weiß jeder, der euer Grundstück betritt und die Kamera sieht, dass im Zeitraum Sonntag früh um 2 für ungefähr 20-30 Sekunden keine Aufnahmen stattfinden. Der Bereich Upgrade ist etwas schlecht übersetzt. Letztendlich handelt es sich um ein Update. In dem Falle schaut das System automatisch nach, ob es eine neue Software, eine neue Firmware für den NVR-Recorder gibt. Das könnt ihr auf den Kameras individuell ebenfalls für die Kameras einstellen. Ihr könnt das Ganze manuell prüfen. Ihr könnt das Upgrade manuell vornehmen. Ihr könnt auch Upgrades manuell von der Webseite herunterladen und diese manuell einspielen, wenn ihr das System auf dem neuesten Stand halten wollt. Dieser Punkt wiederherstellen bedeutet, wenn ihr Einstellungen vorgenommen habt und seid nicht mehr glücklich, wollt das Ganze zurücksetzen, wollt den NVR wieder auf die Werkseinstellungen zurückbekommen, dann klickt ihr auf Wiederherstellen. Das System warnt euch, dass im Bereich der Wiederherstellung alle Daten gelöscht werden. Wenn ihr das Häkchen lasst, werden zumindest die Netzwerkverbindungen gespeichert. Ihr müsstet dann die Kameras nicht neu erfassen. Wenn ich jetzt auf Weiter klicken würde, dann würde das System auf den Werkszustand zurückgesetzt werden. Das habe ich zum Beispiel vor dem Anfertigen dieses Videos gemacht, um euch einfach mal zu zeigen, wie dieser Assistent funktioniert. Wie lautet mein Fazit? Der Einbau der Festplatte muss mit ungefähr 10 bis 15 Minuten eingeplant werden. Unterm Strich habe ich über 100 Euro gespart, als wenn ich mir ein komplettes System gekauft hätte. Das gibt auf jeden Fall einen Pluspunkt. Die Einrichtung der Kameras, die bereits bestehen in meinem Fall, ist wirklich einfach. Das System erkennt die Kameras, bietet mir die Kameras an. Das Einrichten über diese Maus ohne Tastatur, da muss ich sagen, für die heutige Zeit absolut nicht mehr geeignet. Es funktioniert, ja, definitiv, aber es bedeutet auch, dass das Gerät letztendlich immer in der Nähe eines Bildschirms eingerichtet werden muss. Das Gerät kann nicht einfach irgendwo im Serverschrank stehen und dort aus der Ferne über das Netzwerk aktiviert werden. Das funktioniert nicht. Unterm Strich bin ich dennoch zufrieden. Ich werde mir die ersten Aufnahmen nach einer Weile mal anschauen, aber der Zugriff auf die Kamera, auf die Daten, das konnte ich schon ausprobieren, geht deutlich schneller, als wenn ich über das Netzwerk auf die SD-Karten der einzelnen Kameras zugreife. Was mir überhaupt nicht gefällt,
ist die Lautstärke. Ich denke, ihr hört dieses permanente Rauschen der beiden Lüfter, die sich links und rechts an der Seite des Gerätes befinden. Das ist viel zu laut. Für den Wohnraum absolut ungeeignet. Die Lüfter sollten definitiv ausgetauscht werden, wenn ihr das Gerät in der Wohnung nutzen wollt. Ich werde das Gerät nachher unten im Serverschrank im Keller einbauen, da stört es mich nicht. Aber wenn ihr vorhabt, das hier in der Wohnung zu betreiben, lasst es oder plant gleich Lüfter ein, die ihr hier ersetzt, die entsprechend leiser sind. Alle wichtigen Daten, der Zugang zur Software, der Download-Link für die Produkte und dergleichen, das findet ihr unter dem Video. Stelle ich euch alles dort bereit. In ein paar Monaten werde ich dann auch mal einen Erfahrungsbericht machen. Gebt mir doch einfach mal ein Feedback, was soll dort rein? Wie sind vielleicht auch eure Erfahrungen? Was habt ihr für NVRs bei euch laufen? Nutzt ihr überhaupt Überwachungskamera oder haltet ihr das alles für Blödsinn? Freue ich mich riesig, wenn ihr mir ein Feedback zukommen lasst. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal mit euch. Bis dahin, macht's gut!